Ex-Gäste, Bernd, guten Abend, dass du da bist. Man kann nicht wegbleiben, Astrid. Es ist so schön, dass ich den hier treffe, das ist wirklich spontan, hallo. Bernd, also Bernd und ich haben eine Beziehung, könnt ihr in Talk.14 angucken, aber die heutigen Gäste, die stehen hier unter anderem neben mir. Und zwar haben wir einfach mit der tollen Frisur in der Mitte Konrad Stöckel, guten Abend, Konrad. Guten Abend. Herzlich willkommen. Dann haben wir Andreas Kuhlage links von mir. Hallo. Und Jens Hadeland, auch links von mir. Moin. Was trinkt ihr denn alle so? Was trinkst du eigentlich, Bernd? Nochmal? Was trinkst du eigentlich? Ich trinke immer das, was da steht auf der Tafel, weil ich habe das Gefühl, das ist, was sie machen wollen. Super. Und was trinkst du, Jens? Ich trinke einen Pilz. Konrad? Ja, sieht man ja. Eine Cola. Und du, Andreas? Immer das, was er trinkt. Herrlich. Ich bestelle mir einen Cuba Libre. Ich gebe ab zur Bühne. Dazu gibt's Musik, das Horse with No Name Orchestra. Er beschreibt sich selbst als Fußballromantiker und hat dennoch freiwillig und für viele komplett überraschend nach 11 Jahren Bundesliga und mit nur 29 Jahren sein Trikot an den Nagel gehängt. Jetzt macht er in Biofoot und Einlegesohlen. Darüber muss gesprochen werden. Herzlich willkommen bei Talk mit Marcel Janssen! Guten Abend, hallo. Du bist ein sehr treuer und loyaler Mensch, Marcel. 14 Jahre bei den Fohlen in Mönchengladbach, 7 Jahre beim Dino hier in Hamburg, seit 2 Jahren nicht mehr im aktiven Profifußball. Was macht die Sehnsucht? Die ist immer da, aber ich glaube, die ist unabhängig davon da, wenn man den Abschwung schafft, sagt man auch noch in 10, 15 Jahren, Mensch, wie geil ist das, in so einem Stadion aufzulaufen bei... Ja, dann insgesamt doch 3 Traditionsvereine oder auch für die Nationalmannschaft schon was Besonderes. Du bist in Mönchengladbach geboren und dort auch aufgewachsen. Und deine Eltern waren oder sind Angestellte zweier Supermarktketten. Und sehr schön war, dass du uns irgendwann im Vorgespräch gesagt hast, eure Devise war, Geld spielt keine Rolle, aber eben anders gedacht. Und das finde ich super spannend. Also es war eben nicht die Jugend, die das Geld rauswerben konnte in Mönchengladbach, sondern ihr hattet einfach eine andere Zeit da. Ich würde nicht nur sagen, anders gedacht, sondern anders gelebt. Ist ja immer nur eine Frage der Interpretation, wie man den Reichtum eben leben kann. Und wir hatten halt nicht viel Materielles, was mir aber nie so vorkam, weil meine Eltern halt eben nicht geneidet haben, anderen alles gegönnt haben. Und selber am Wochenende dann im Vereinsheim vom Dorfverein oder in der Dorfkneipe dann eben einen schönen Samstag verbracht haben und sich dann auch irgendwo doch wieder auf die Woche gefreut haben, auch wenn die Jobs jetzt nicht immer so angenehm waren, weil es halt von morgens um 4 oder 5 losging für beide bis spät in den Nachmittag. Da hat man noch einen Sohn, da muss man sich auch noch drum kümmern. Das aber ohne Jammern und ohne zumindest von mir, gab es bestimmt genug schwere Zeiten, einfach immer dieses gute Gefühl zu geben. Deshalb habe ich gesagt, ich habe schon immer gedacht, dass ich reich bin und habe gar nicht verstanden, wie viel im Nachhinein dann noch reininterpretiert wurde, als es sich dann sogar auch materiell dann eben in der Zeit als Fußballer oder als junger Mensch dann eben verändert hat. Du hast ja eben nicht am Hungertuch genagt, wahrscheinlich seit deiner Profikarriere. Hilft dann sowas, wenn man einfach eben so gebased aufwächst? Ich glaube, dass das schon hilft, aber das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Bin aber sehr dankbar dafür, dass ich diese Schule des normalen und bodenständigen durchmachen durfte, weil ich habe ja auch nur das aufgesaugt, was mir vorgelebt wurde, gerade die ersten Jahre. Und
da haben meine Eltern einfach eine riesen Vorbildsfunktion eingenommen, mit relativ in Anführungsstrichen dann, was aber vielen Menschen schwerfällt, einfachen Sachen, nämlich eben wirklich nicht zu neiden, nicht die Ausreden zu suchen, warum das Leben denn jetzt vielleicht doch hätte besser sein können. Die anderen sind immer alle schuld, das ist ja immer so der Klassiker heutzutage. Es gab auch noch sowas wie eine Streitkultur, ja, es gab auch noch sowas wie, dass man sich mal die Meinung sagen konnte und dann eine Woche später wieder auf dem Bierchen saß. Heute ist immer hier jeder direkt beleidigt und sowas habe ich halt nicht kennengelernt. Ich habe echt dieses ehrliche, bodenständige kennengelernt und trotzdem auch dieses, uns fehlt doch gar nichts. Also es ist ja alles da. Natürlich ist es dann doch natürlich körperlich dann irgendwo auch an Grenzen gestoßen für meine Eltern, gerade für meinen Papa, wenn du dann 35 Jahre lang dieses Pensum machst, um dieses Leben so zu regeln. Aber das hat er und macht er ja sehr gerne. Ich habe dich gerade vorhin als treuer Fußballspieler dargestellt mit den Fohlen, mit den Dinos hier. Du, muss man aber dazu sagen, ganz ehrlich, dein erster Mannschaftswechsel war mit 8 Jahren bereits, ne? Vom SV Mönchengladbach 1910 zu Borussia Mönchengladbach. Genau. Und da hast du ja alle Jugendabteilungen durchgelaufen. Und erzähl uns ein bisschen über die Anfänge. Ist das ein Aufstieg innerhalb von Mönchengladbach vom SV zu Borussia? Deshalb wollten die mir ja unbedingt ja haben, Borussia Mönchengladbach, schon in dem Alter, weil wir besser waren. Mein Papa war Trainer. Ich habe im Halbfinale 5 Tore gegen Gladbach gemacht. Damit sind die ausgeschieden. Wir sind Meister geworden. Das hat die natürlich gewurmt, deshalb wollten, nein. Also das Interesse war da, doch, die 5 Tore habe ich tatsächlich gemacht. Aber ich glaube, ich hatte zudem das Glück, dass mein Papa eben selber ein sehr guter Spieler war, ja, und auch Trainer war. Das heißt, er hat auch Dinge eben realistisch und normal eingeordnet. Es war so, dass ich in meinem Dorfverein gespielt habe, wo ich auch glücklich war ohne Ende. Wir hatten auch eine vernünftige Mannschaft, so dass, weil ich sehr, sehr ehrgeizig war. Ich konnte Niederlagen gar nicht akzeptieren. Und das war dann auch nicht immer so einfach für meinen Papa, der mich dann immer mal wieder rausschicken musste oder durfte dann mal nicht mehr spielen, weil ich nicht verlieren wollte. Aber wir hatten eine gute Mannschaft, die ist tatsächlich sehr früh auseinandergegangen. Jetzt nicht wegen 220 Millionen Transfersummen, sondern beim SV Lörrup ist es so, 2 sind umgezogen in eine andere Stadt. Ja, und einer Neymar zieht ja jetzt auch um. Ja, und ja, genau. Und einer ist ein, also noch ein wichtiger Spieler von uns damals ist dann, oder ein Leistungsträger, ist dann auch aufgrund von familiären Gründen zu einem anderen Verein gegangen. Es hat jetzt natürlich keine Hintergründe, da in der F-Jugend oder E-Jugend ist das noch alles entspannt. Aber somit ist unsere Mannschaft leider auseinandergefallen und dann kam es halt, dass mein Papa mir dann gesagt hat, ja, also Borussia Mönchengladbach ist ja da schon an dir lange interessiert, aber du musst das selber entscheiden. Wenn du willst, mach da ein Probetraining. Ich sag, klar, warum denn nicht? Hab dann Probetraining gemacht und hab gemerkt, die Jungs, die haben da genauso geredet wie ein Verein weiter, wo ich groß geworden bin und ja, habe mich da dann relativ wohl gefühlt. Es war mit dem Auto 5 Minuten weiter und von daher bin ich dann ab der E-Jugend eben zu Borussia gegangen, wo natürlich viel mehr noch, ich sag mal, Turniere stattfinden, mehr Trainingseinheiten dann da sind, auch dann für mich dann auch eine gute, gerade wegen meinem schon frühen Ehrgeiz, doch eine gute Möglichkeit in der tollen Jugendarbeit von Borussia Mönchengladbach dann eben zu zeigen, was ich kann. Du bist mit 19 Jahren dann zum ersten Mal für die Borussen in der Bundesliga aufgelaufen und dann gab es den April 2005 und zwar spielten die Borussen im eigenen Stadion gegen Bochum. Und was ist dann passiert? Ja, ist was ganz, ganz Verrücktes passiert. Ich habe da so ein Tor gesehen, habe einen Ball da reingehauen und nein, das war schon ein geiles Gefühl. Es war mein erstes Bundesliga-Tor im Stadion, was man sagen muss, vielleicht als Vorgeschichte. Ich habe die Jugend durchlaufen und damals war es noch der Bökelberg. Und der Bökelberg, den gab es dann irgendwann nicht mehr. Habe dort aber noch als Kind, als Balljunge eben die Zeit verbracht. Haben mit der Amateure sogar noch die letzten Spiele am Bökelberg gemacht, bevor er dann eben abgerissen wurde. Und als ich dann eben auf dem Sprung war oder hätte sein können vom Amateurspieler zum Profi, war es ja so, dass der Nordpark gebaut wurde, dieses neue Stadion. Das heißt, standen die ersten Container da. Und einen großen Container habe ich dann gearbeitet, weil ich mein soziales Jahr im Sport gemacht habe. Und habe sozusagen die ersten Steine dort gesehen und war da aber noch in Anführungsstrichen weit weg, dass ich irgendwie ein Profi bin oder einen Profivertrag bekomme. Und dann irgendwann da mit 19 dann aufzulaufen gegen Bochum, ja, man hat praktisch jeden Stein gesehen, tagtäglich, wie er sich aufgebaut hat und dann da ein Bundesliga-Tor zu schießen, das war schon ja, ein einmaliges Gefühl. So, jetzt lese ich hier 2007, 2008, ein Jahr bei FC Bayern München. Wie konnte das passieren? Ja, ist ja mal, man muss ja auch mal auswärts spielen, ne?
Ja, das kam tatsächlich ganz einfach so, dass wir leider dann mit Borussia Mönchengladbach damals abgestiegen sind. Ich aber zum Glück mein Niveau sportlich halten konnte, sogar auch Nationalspieler war. Und dann halt Ottmar Hitzfeld, der Trainer damals von Bayern München, mich unbedingt haben wollte. Und da ich Ottmar Hitzfeld als einer der kompetentesten und besten Trainer, die wir je gehabt haben, eingeschätzt habe, war das für mich eine Riesenehre. Und ich wusste, dass ich in dem Alter mit 19 jetzt vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre in der zweiten Liga als, ich sag mal, Linksverteidiger, weißt du nicht, ob du dann jemals nochmal auf die Bühne zurückkommst. Und es haben neben Barcelona und noch ein paar anderen Mannschaften eben auch Bayern München angefragt. Es war eine Riesenehre. Und ist am Ende dann, habe mich für Ottmar Hitzfeld entschieden im ersten Schritt und dann im zweiten Schritt für Bayern München. Und damit ja auch für die Meisterschaft, die du gewonnen hast mit Bayern gegen Wolfsburg und DFB-Pokalsieger bist du in diesem Jahr auch noch geworden. Aber du hattest einen Vierjahresvertrag und das wollte ich einen Profifußballer schon immer mal fragen. Vierjahresvertrag, du warst aber nur ein Jahr da. Wo fließt eigentlich das andere Geld hin? Gar nicht. Also ich hatte einen Vierjahresvertrag und der war für mich, solange man natürlich gesund ist, dann auch gesichert. Aber ich habe dann, nachdem Ottmar Hitzfeld gegangen ist, mich für einen anderen Schritt entschieden, habe meinen Vertrag aufgelöst und damit ist das Geld einfach aufgelöst und ich habe den Vertrag beim HSV dann bekommen, der natürlich etwas anders war als wie der bei Bayern München. Also man löst auf, zahlt aber keine Strafsumme oder so, sondern es wird einfach aufgelöst. Nein, Bayern hat ja auch noch eine Ablöse bekommen, nicht das bekommen, was sie ausgegeben haben, von daher war das für beide Seiten, so wie es oft auch bei mir war, es war eigentlich fast immer unkompliziert mit meinem Berater, der dann immer einen Top-Job gemacht hat, war das auch kein Problem. Und dann bist du 2008 hier zum HSV gekommen und bis zu diesem Zeitpunkt hattest du schon ganz unterschiedliche Trainer. Wenn man als Spieler immer da ist und die Trainer wechseln, was ja schon ab und zu vorkommt, dann macht das mit einem Spieler was? Ja, es kommt natürlich an, was man für ein Typ ist, aber was es auf jeden Fall macht, wir sind ja als Fußballprofis sehr junge Menschen und ich hatte ja nicht nur mal einen neuen Trainer, sondern in meinen 7 Jahren HSV hatte ich 14 Trainer. Und ich weiß nicht, 5, 6, 7 Sportdirektoren. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, ist jetzt im Normalfall keine gute Voraussetzung, weil ist ja so, als wenn du zur Schule gehst und vorne selber den Unterricht machst. Und das funktioniert ja nicht, weil du weißt halt gewisse Dinge nicht. Du sollst ja Fußball spielen und hast jemanden, der dir sagt, was du gut machst, was du nicht machst. Oder ein Manager, der auch ein Gespür dafür hat, dich vielleicht auf ein nächstes Level dann auch zu bringen, zusammen mit dem Trainer. Und das war halt nicht gegeben. Jetzt hatte ich den Vorteil mit meinem intakten Umfeld, mit meinen Eltern, mit meinem Berater, dass ich da schon sehr reflektiert war und selbstkritisch war, sodass ich dann einschließlich auch meine Leistung trotzdem immer erreicht habe, trotz der schwierigen Grundsituation, die es gegeben hat. Aber ich glaube, für viele Spieler war das wirklich so ein Genickbruch, dass da einfach keine Konstanz war und nicht jemand, mit dem man den Weg gehen kann. Ne? Weil ein Trainer ist da schon eine sehr entscheidende Position und Rolle für einen jungen Spieler. Und alle Trainer haben natürlich ihre eigenen Angewohnheiten. Fällt dir irgendeiner ein, den Namen darfst du natürlich auch sagen, wir sind unter uns, der sagt, also diese Angewohnheit, die war schon sehr krass in all den Jahren als Profisportler. Gibt es da irgendeine besondere Erinnerung? Boah, bei den zwei Trainern, die ich hatte in meiner Karriere, die haben alle, was auch cool war, ihre Angewohnheiten gehabt. Was ich besonders witzig fand, weil es auch hier passt, natürlich zu Hamburg, war in meinem ersten Jahr, was sehr viel Spaß gemacht hat und was auch sehr erfolgreich war, aber auch sehr lustig war. Es war unter Martin Jol. Der hatte für mich die erstaunliche Angewohnheit, dass er eigentlich mega nervös war, aber du gedacht hast, der schläft gleich im Stehen ein. Und der hat so eine geile Ruhe ausgestrahlt, ja, und innerlich ist er, weil er so angespannt war, aber der hat das dann so trocken vorgetragen und hat uns dann so ein bisschen auch immer an der Nase herumgeführt und hat von den Spielen wirklich so eine kleine Comedy-Show als Ansprache gemacht und das hat uns echt immer so ein bisschen eine gewisse Lockerheit gegeben und das war besonders, weil ich selten gesehen habe, wie jemand innerlich wirklich so wirklich das unbedingt will. Ein Trainer ist großem Stress ausgesetzt, aber der hatte so eine smarte Seite, wie er das einfach sehr cool überspielen konnte. Das ist die perfekte Überleitung zu den beiden Herren, die jetzt bei Astrid stehen. Die schlafen auch manchmal vielleicht im Stehen ein oder sind nervös und haben auch ganz interessante Angewohnheiten. Wir sehen uns gleich wieder. Und das sind sie. Neben mir stehen die beiden
Enjoy Morning Moderatoren Andreas Kuhlage und Jens Hadeland. Einen schönen guten Abend, Andreas. Hallo, Herr. Und du hast ja ein Mikro, sorry. Einen schönen guten Abend, Andreas. Ja, danke für die Einladung. Schönen guten Abend, Jens. Schönen guten Abend. Ja, erste Frage. Wir sind jetzt drei Radioleute unter sich und ich arbeite zum Beispiel in der Nacht, die beiden natürlich nur morgens. Ihr seht fantastisch aus heute am Abend, seid aber um 3.30 Uhr, nee, um 4.30 Uhr aufgestanden, 3.30 Uhr, wie macht ihr das? 3.30 Uhr und ich habe mir von Kuhlage gerade Puder geliehen. Ist es wahr? Ja, das solltest du nicht sagen, Mann. Doch. Aber das ist der Trick, denn Andreas, du hast mir vorhin auch erzählt, dass du einen bestimmten Concealer hast. Kannst du da nochmal einen Tipp geben vielleicht an alle, die jetzt hier im Publikum sind? Denn, also Wahnsinn. Ja, das ist eine Mischung aus Talkum, aus Duschgel, Haargel und eine Geheimniszutat, die ich natürlich hier nicht verraten kann, weil sonst würde jeder so gut aussehen wie ich. Ansonsten muss man sich den Tag gut einteilen. Man muss irgendwie so, man muss sich die Zeit einteilen. Jeder hat also sein eigenes Rezept, seine eigene kleine Strategie, um morgens Zeit zu sparen und um länger schlafen zu können. Ich zum Beispiel, ich frühstücke schon immer abends und da spare ich wahnsinnig viel Zeit morgens. Weiß nicht, was du machst? Ich spare mir die Dusche manchmal morgens. Ja, das riecht man sehr oft. Okay, nee, das riecht man jetzt aber nicht. Ich denke, zwischendurch war eine Dusche da. Also das sind Radiogesichter. Das wollte ich nur einmal nochmal wirklich mir auf der Zunge zergehen lassen. Und dann, weil Peter die Überleitung geschaffen hat, mit Marotten. Habt ihr denn Marotten, die ihr aneinander schwierig findet? Jens? Jens, irgendwas an Andreas, was wir wissen müssen? Ja, also dadurch, dass wir wirklich früh aufstehen, 3.30 Uhr klingelt komischerweise bei uns beiden der Wecker und wir wohnen nicht zusammen. Ist es so, dass wir nach der Sendung, die geht bis 9 Uhr, immer noch Konferenzen haben und eine Marotte von Kuhlage ist, da regelmäßig einzupennen, im Sitzen. In der Konferenz? Ja. Ja, es gibt tatsächlich unzählige Videos, mittlerweile ganze Videokollagen, wie ich so mit halb geöffnetem Mund und Sabberfäden am Mundwinkel da sitze und alles verschlafe. Okay, ich versuche es mir ein bisschen auszumalen. Ich bin ganz froh, so ein bisschen sehe ich euch heute Abend als meine Therapie-Interview-Reihe. Ihr seid Showmaster, ich habe Peter permanent an der Backe, der hat auch Marotten und wir sind sowas wie verheiratet. Und deshalb kann ich alles mit euch durchsprechen. Ich würde sagen, wir gehen mal an die Bar, da warten ja noch unsere Getränke von eben. Ich gehe mal vor und irgendjemand müsste noch mal die Tür hinter mir zumachen. Mal sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und dann schubse ich jetzt noch hier alle anderen weg, die sich jetzt hier so schön Getränke kaufen. So, also wir haben es eben schon angesprochen. Ihr steht morgens früh auf und natürlich fragen sich alle, wie schafft man das? Also schlaft ihr nachmittags zum Beispiel? Wie teilt euch den Tag ein? Also also ohne Nachmittagsschlaf wird es, glaube ich, nicht gehen, aber nicht jeden Tag. Und wichtig beim Nachmittagsschlaf ist es, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man zu lange schläft, kann man sowieso vergessen, weil dann kann man nämlich abends nicht mehr einpennen, wenn man eigentlich ins Bett gehen sollte. Also so eine Stunde, anderthalb Stunden geht nachmittags und abends ist dann um 9 Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr Schicht im Schacht. Dann geht's ins Bett. Okay, also 21.30 Uhr, dann so 6 Stunden Schlaf und nachmittags nochmal eine Stunde. Dann kommt man so auf 7 so ungefähr. Ist das bei dir genauso, Andreas? Ja, im Grunde ist das schon ähnlich. Also Powernap ist wirklich das Stichwort. Also jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie erholsam so ein 4-stündiger Nachmittagsschlaf sein kann. Danach muss man sich auch wieder aufrappeln. Und dann ist es tatsächlich so, man ist gerade im Sommer immer so in der Zwickmühle, geht man jetzt noch mit? Weil unterm Balkon laufen natürlich alle Leute mit einer Bierkiste und einem Grill unterm Arm Richtung Stadtpark. Und dann rufen sie so, komm mit, Andreas, komm mit, komm mit. Und ich versuche dann immer laut zurückzurufen, haut ab, ich muss schlafen. Aber es gelingt nicht immer und dann kommt man nochmal später ins Bett. Okay. Gibt es morgens Rituale, mit denen ihr in den Tag einsteigt? Ja, gibt es tatsächlich. Also Kaffeemaschine, ne? Wir haben so eine eigene Kaffeemaschine, die darf niemand benutzen außer wir. Da sind wir wirklich ganz fies. Schließt ihr die weg? Ja, die wird weggeschlossen. Ganz klar. Kuhlage hat aus so einem Plastik, was ist das, so ein Plastikbehälter, hat er so eine kleine Handtasche gebaut und da steht die dann drin und die wird dann morgens rausgeholt um 4 und dann mache ich immer den ersten Kaffee. Auch den zweiten und den dritten und den vierten. Ja. Aber Kuhlage spült sie dann ab und darf sie wieder wegschließen. Also wir sind wie ein Ehepaar so ein bisschen. Das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Denn man kennt so Showmaster-Paare wie zum Beispiel Christine Westermann oder Götz Alsmann, die haben von sich selbst gesagt, sie waren noch niemals privat essen. Ich glaube auch Joko und Klaas sind nicht ständig privat unterwegs gewesen. Peter und ich mögen uns.
Aber ihr seid befreundet. Ihr seid tatsächlich befreundet. Was macht ihr denn privat noch? Also ist da nicht irgendwie so bessere Hälften, die dann sagen, boah, das ist jetzt echt viel und ihr könnt ja nicht auch noch zusammensitzen? Wie ist das, Andreas? Ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre mit ihm noch nie im Bett gewesen. Die Wahrheit ist, wir waren schon zusammen im Bett bei unserem jährlichen Angelausflug. Also wir machen tatsächlich so ein paar Sachen gemeinsam. Wir fahren dann an die Ostsee, fangen natürlich nichts, ist ja klar, aber verbringen den Tag zusammen und gehen dann auch abends ins Bett. Und es ist dann sehr lustig, wenn ich aus dem Bad zurückkomme und noch Zähne putze, ist er schon eingepennt. Oh, ist das schön. Kannst du es bestätigen? Ja, klar. Das ist halt so, wie in einer Ehe. Was sagen eure Frauen dazu? Ja, es ist, solange ich meine Frau, die heißt Hanna, nicht mit Andreas oder Kuhlange anspreche, ist alles in Ordnung. Nee, das ist ja wirklich so. Also wir hängen ja jeden Tag 8 Stunden zusammen und dann ab und zu nachmittags noch und dann am Wochenende. Und wenn ich dann 8 Stunden mit dem zusammen war, dann ist auch mein Redebedarf gedeckt. Also meine Frau sitzt dann manchmal zu Hause am Esstisch und sagt so, wieso erzählst du denn nicht mal, wie das war heute? Wie war dein Tag? Ich so, ich kann nicht mehr. Ja. Aber trotzdem ist das Ergebnis, also ich fühle eine glückliche Ehe. Ja, das sieht mir danach aus. Ihr habt mir erzählt, dass ihr euch lieben gelernt habt vor 17 Jahren im alten Mojo Club. Ist das richtig? Und es gab ein bestimmtes Gespräch über ein bestimmtes Thema. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Vermutlich war Alkohol im Spiel. Wir haben das Thema Körperbehaarung besprochen und wir haben eine sehr, ja, nicht lachen, aber das sollten Sie vielleicht auch mal machen. Wir haben eine sehr intensive Diskussion darüber geführt, ob man sich als Mann sämtliche Körperhaare abrasieren muss. Ich war der Meinung, nein. Hadelan sagte, doch. Kurze Zeit später stand er mit runtergelassener Hose vor mir und sagte, sieht das gut aus oder sieht das gut aus? was soll ich sagen? In dem Moment habe ich mich in ihn verliebt und gesagt, mit dem Mann musst du eine Sendung machen. Die Sendung haben wir gekriegt. Die Themen sind dann morgens doch etwas anders gelagert als jetzt die Intimrasur von Männern. Aber es war spannend. Enthaarst du seitdem auch? Das mache ich. Okay, pass auf. Darf ich dann wissen, Jens, wie ihr das macht? Also ich erzähle auch gerne von mir, aber was Sugaring, Waxing, Rasieren, bitte berichte mir. Es war vor 17 Jahren. Ne? Das heißt, es ist nachgewachsen jetzt? Ich bin mittlerweile seit 7 Jahren verheiratet. Es soll auch mein Geheimnis bleiben. Also ich habe tatsächlich schon mal den Rücken waxen lassen vorm Urlaub. Ich weiß nicht, was schmerzhafter war, dieses heiße Zeug darauf zu kriegen oder wie das Ding abgerissen wurde oder der Gesichtsausdruck der Frau, die das gemacht hat. Ich glaube, es war alles zusammen war eine der schrecklichsten Erfahrungen, die ich jemals machen musste. Wie schaffen das Frauen, also das regelmäßig zu machen? Aber seitdem haben wir einen schönen Teppich im Studio. Das ist spitze. Also Frauen schaffen das, ich glaube, gar nicht. Also es gibt Freundinnen von mir, die tatsächlich waxen, ich mache das nicht, also epilieren an den Beinen und ansonsten rasieren. Ich habe das mal versucht, das war wahnsinnig, das war Blutgehirn-Massaker. Aber ich kann mir nicht vorstellen, vor irgendjemand, also vor einer Frau, 22 Jahre, super tolle Figur, irgendwie so zu... Also Sie mit einer Lupe und einer Pinzette, ich kann es mir nicht vorstellen. Also insofern ist das okay, wenn ihr jetzt nicht intim euch rasiert, epiliert. Ich bin dir sehr dankbar, dankeschön. Ich war echt kryptisch. Aber ich wollte nur sagen, nicht nur, dass ihr die Hosen runterlasst, ich wollte es einfach auch erzählen. Schön. Gut, neues gibt's Thema. Fotos? Nee, gibt's Fotos? Gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Ich guck mal, was ich sonst noch habe. Gut, also wir springen mal, weil das jetzt echt unangenehm ist. Musik. Wir reden jetzt über Musik. Elegante Überleitung. Total super Überleitung. Da fällt mir ein, dass Jens, du bist Ausdruckstänzer, da haben wir auch was gemeinsam. Weil das, warum ist das lustig? Das ist jetzt, da haben wir jetzt wirklich was gemeinsam. Also das ist, ich kann auch Ausdruckstanz und du spielst in der Band. Wie passt das zusammen? Morningshow, Musik? Ja, erstmal gar nicht. Auf den zweiten Blick dann schon. Ich habe meine Wette verloren und dann musste ich als Wetteinsatz eine Band gründen und ein Konzert spielen. Und dann habe ich rumgeguckt, wer kann möglichst gut Musik machen, habe keinen gefunden, habe ich mir das genommen, was da war, unter anderem Hadeland. Und seitdem machen wir ab und zu mal, naja, Musik kann man es eigentlich nicht nennen, weil sonst kriege ich Ärger mit den Musikern da vorne auf der Bühne. Es ist eher so ein Rufen und damit bespaßen wir Leute. Wir covern Songs so, Take That, Robbie Williams und so ein paar aktuelle Sachen und machen dabei eher so eine Klamauk-Show draus, unfreiwillig. Das, und du mit deinem Ausdruckstanz? Ja, ich habe so ein Mikrofon auch in der Hand, das ist aber nicht an. Und dann tue ich immer so, als ob ich dachte, du wüsstest das nicht. Das, also eine
eine sehr schöne Geschichte ist, wir hatten mal einen Auftritt beim Hafengeburtstag und wir haben dann tatsächlich eine Band und wir haben auch einen Bandraum und so weiter und da trifft man sich dann so und dann übt man und dann lernt man Texte auswendig und so weiter und so fort und dann sind wir beide auf der Bühne, bereiten unseren Set vor und die ganzen Instrumente stehen schon da und dann haben wir uns Plakate von Text da unten so hingeklebt, also der ganze Boden war belegt mit Text und es waren aber nur 3 Lieder. Ja, aber also das hat schon Spaß gemacht, also mir auf jeden Fall. Also die anderen, die zugeguckt haben, ist meistens so, dass die dann so gucken und dann denken die so, was ist das jetzt da so genau? Aber uns hat es Bock gebracht. Peter, ich möchte mit dir eine Band gründen, nur mal, dass du das vielleicht gleich aufgreifst, dass wir irgendwie noch, du Schlagzeug, ich Gesang und die Horstens machen Background, hoffe ich. Andreas, ich muss mit dir über etwas sprechen. Wir haben jetzt auch Marcel auf der Bühne und es ist so ein bisschen bekannt hier in der Runde, dass ich St. Pauli-Fan bin. Sorry Marcel, aber du bist jetzt auch, also Marcel, eine andere Dinge. Du bist Hansa Rostock-Fan, aber du hast eine Entschuldigung. Ja, bin da schon froh. Ihr habt nichts von mir zu befürchten, wirklich nicht. Ich zünde keine Stühle an, sowas mache ich nicht. Die brennen außerdem gar nicht, habe ich getestet. Nein, ich bin einer von den Guten. Es ist ja so, richtige Fans wissen das, man sucht sich den Verein ja nicht aus, sondern der Verein sucht dich aus. Und weil ich in Rostock geboren bin und das Stadion gegenüber von meinem Wohnhaus war, bin ich natürlich zu Hansa gegangen mit meinem Papa damals und habe im alten Ostseestadion meine erste Wurst gegessen. Und seitdem bin ich diesem Verein in schmerzvollen und in glorreichen Zeiten verbunden. Wir waren übrigens auch schon mal Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga für 3 Spieltage. Schöne Grüße an HSV. Okay, also du weißt um die Problematik. Und Jens, du, apropos Fußball, ich habe gelesen, du hast mal ein unvorbereitetes Interview mit Uli Hoeneß geführt. Ist das wahr? Das war mein allererstes Interview als Praktikant in Nürnberg. Und der CVD, der Chef vom Dienst, der verteilt dann morgens immer so die Jobs. Und dann, kam der zu mir und meinte so, hier ist das Mikrofon, du interviewst heute Uli Hoeneß. Der ist an der Uni und hält einen Vortrag über Marketing von Sportclubs. Und da gehst du mal hin und holst mal ein paar Töne. Und dann habe ich gesagt, ja, und was soll ich denn fragen? Ja, überleg dir was. Erster Tag Praktikum. Und dann bin ich dahin. Ja, dann bin ich dahin und Uli Hoeneß war dann da. Da waren da total viele Fernsehteams, die waren erst dran. Und ich habe mich dann irgendwann dazu geschummelt und ich hatte mir wirklich total beschissene Fragen ausgedacht. Erste Frage war, Herr Hoeneß, schön, dass Sie da sind. Was machen Sie denn heute hier? Dachte ich, es wäre schön, wenn er das in einem Radiobeitrag dann mal erzählt. Dann sagt er zu mir, Entschuldigen Sie, können Sie doch erzählen. Sie haben so zugehört hoffentlich. Gut. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt irgendeine coole Frage hinterher. Dann habe ich gefragt, Herr Hoeneß, wie sieht's aus? Spielen Sie noch Fußball ab und zu? Und dann hat er sich umgedreht, hat seinen Mantel angezogen, hat zu seinem Assistenten gesagt, so, okay, wir fahren jetzt. Nicht dein Ernst? Ja. Und ich bin dann nach Hause in die Redaktion und habe dann gesagt, so, ja, also Interview liegt hier drin, könnt ihr einspielen, könnt ihr alles senden. War scheiße, aber vielleicht macht ihr das. Und dann haben sie das am nächsten Tag so gesendet. Unser Praktikant war unterwegs. Aber Jens, das ist eine traumhafte Geschichte. ihr seid, ihr habt den Radiopreis für die beste Morningshow 2015 gewonnen. Das ist ja auch schon mal echt eine Ansage, deutschlandweit die beste Morningshow. Dann wart ihr vergangenes Jahr nominiert für die beste Innovation. Und ihr seid jetzt schon wieder, Himmel, Herrgott, nominiert für die beste Aktion, und zwar den Mittelfinger-Mittwoch. Und das müsst ihr gleich erzählen. Zumindest gab es heute, ich habe heute Morgen wieder reingehört, den multiplen Mittelfinger-Mittwoch. Es ging also um mehrere schlimme Erlebnisse. Ich kann nur sagen, wir hatten heute Morgen die Absage von Monika Lierhaus. Wir grüßen an dieser Stelle, werd schnell wieder gesund. Dann hat Peter verschlafen, meine Telefonkonferenz, und ich hatte einen Mascara-Unfall. So. Ihr seid nominiert. Was macht den Mittelfinger-Mittwoch aus? Erzähl du, ich hol schon mal meine Ukulele. Oh Gott, nein. Das wollt ihr alle nicht. Also wir haben irgendwann festgestellt, dass tatsächlich mittwochs die meisten Missgeschicke passieren und haben dann einfach mal gedacht, okay, wenn das tatsächlich so ist, dann müssen wir einfach mal sammeln und aufrufen, ob es tatsächlich so ist. Wir wollen das wissenschaftlich überprüfen. Wir beide sind ja wissenschaftlich sehr aktiv und haben dann also festgestellt, dass tatsächlich sehr viele Haustiere gerade mittwochs in die Wohnung scheißen. Ja, ist so. Also auf unserer Facebook-Seite und über Twitter und über unsere
Anrufe und so weiter kriegen wir nur Anrufe, die Leute sagen, das Missgeschick ist mir passiert, das ist mir passiert, ich habe mich ausgeschlossen, mein Freund hat sich von mir getrennt oder ich habe rausgekriegt, dass er mich betrogen hat und so weiter und so fort. Und all diese Sachen sammeln wir und dann macht der liebe Kuhlage, der durchaus musikalisches Talent besitzt, den Mittelfinger-Mittwochssong aus diesen Missgeschicken, um dann so, du nennst es immer schlechte Laune-Recycling. Genau. Und wir wollen das heute mal live ausprobieren. Du hast mir tatsächlich erzählt, dass der Peter heute Morgen die Konferenz verpennt hat, Monika ist nicht da, Hadeland hat sich heute Morgen beim Kaffeekochen den Finger verbrannt, diverse andere Sachen sind passiert. Ich habe das vorhin mal schnell zusammengeschrieben. Wow. Und wenn ihr wollt, würde ich euch mal den Mittelfinger-Mittwochssong präsentieren. Wollt ihr? Ja! Hadeland hat sich verbrannt, er wollte Kaffee kochen. Astrid hat sich heute schon 7-mal versprochen. Peter war heute Morgen zu spät zur Konferenz. Monika ist da nicht da, die macht sich nen Lenz. Ich hab mich grad verspielt auf meinem Instrument. Ist gar nicht aufgefallen, weil das Publikum schon pennt. Das ist der Mittelfinger-Mittwoch. Mittwoch ist ein Arschloch. Mittelfinger-Mittwoch. Mittwoch so ein Arschloch. Der Mittelfinger-Mittwoch. Mittwoch ist ein Arschloch. Das ist der Mittelfinger-Mittwoch. Mittwoch, du Arschloch. Wuhu! Das sind Kuhlage und Hadeland. Wir sprechen uns gleich noch, wir drei. Vielen herzlichen Dank. Soweit erstmal. Wir gehen zurück zur Bühne zu Peter und Marcel. Kommt ruhig ran zu mir. Marcel hat gerade gelacht. Und zwar, als die beiden erzählt haben, beziehungsweise der Herr Hadeland von seinem Missgeschick mit Uli Hoeneß, hast du nur gesagt, oh, das ist fies. Das heißt, der ist nicht ohne? Nee, es war, Uli Hoeneß ist natürlich jemand, der ja auch zum Glück sehr impulsiv ist, aber ist kein glücklicher erster Tag für ein Interview, aber... ist gar nicht bezogen auf die Person, sondern ich weiß einfach, wie es ist, wenn dann stehen ja viele da und klar, als Praktikant, dann will man es gut machen und man ist selber vielleicht ein bisschen genervt, weil man viele Standardfragen, die ja oft im Fußball sind, dann schon beantworten musste und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann der Hoeneß keinen Bock mehr hat. Wir haben ja schon ein bisschen was durch aus deiner Fußballerkarriere. Wir sind nochmal beim HSV, du hast es gerade vorhin selber angedeutet. Du hattest in den Jahren 2008 bis 2015 insgesamt 14 Trainer, wobei man sagen muss, es waren eigentlich nur 12 Trainer. Es waren ja zweimal dieselben. Labbadia und Cardoso kamen zweimal. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Gibt es denn von den Leuten aus Hamburg, du hast ja vorhin Joel erwähnt, auch irgendwie so einen ganz bestimmten, wo du sagst, das war schon geil und es gibt einen, wo ich sage, na, der ist jetzt, macht nichts, dass der weg ist? Ich glaube, dass jeder einzelne Trainer für mich schon viele Fassaden hatte, die sehr interessant waren, ne? Weil als junger Mensch und ich habe das sehr gerne aufgesaugt, weil ja doch jeder eine Eigenart hat, Mannschaft zu erreichen, miteinander zu kommunizieren oder eine Vision durchzubringen und durchzusetzen und wie kriegt man die durchgesetzt, wie kann ich andere mit auf die Reise nehmen. Es konnten ein paar Trainer sehr, sehr gut, einige nicht ganz so gut, über die wollen wir ja auch gar nicht reden. Ach doch, doch, also wir haben Zeit. Ja. Nein, das kann man da auch schwer vergleichen, man muss ja auch immer fairerweise auch das Gesamtpaket sehen, ab irgendwann diesen Einschnitt beim HSV, wo es ja einfach auch drumherum vieles nicht gestimmt hat. Das ist ja dann nicht nur auszumachen an einem Trainer, der hätte dann alles anders gemacht und dann, damit ist es ja nicht getan an der Stelle. Aber wie gesagt, ich habe echt viel aufgesaugt und es ist echt, natürlich war es zu viel und es war eher schade, aber ich habe versucht, das Positive rauszusehen. Und das Interessante war wirklich, wie dann auch ja, erwachsene Männer ja mit Extremsituationen umgehen. Was waren ja dann oft Extremsituationen, weil der eine sozusagen gegangen, gefeuert wurde, der nächste kam, die Stimmungslage sehr angespannt war und ja, wie es man dann schafft, daraus trotzdem wieder so einen Weg einzuschlagen, dass es dann irgendwie wieder nach vorne geht. Und am Ende haben wir es ja immer irgendwie geschafft, dann auch die Liga zu halten, aber
Aber weiß man denn jetzt bei diesen Wiederholungstätern Labbadia und Cardoso, dass, oh Gott, jetzt kommen die wieder, also nee, muss ja auch nicht oh Gott sein, kann auch sagen, hey, jetzt kommen die wieder und so, also ganz toll. Da denkt man, konntest du dann die anderen Jungs schon einschalten und sagen, also da müssen wir jetzt wieder ganz anders, was macht das dann in dem Fall mit dem Spieler Marcel Janssen wiederum, wenn man schon wieder den hat, den man schon mal irgendwann gehabt hat als Trainer? Das war jetzt in dem Fall gar nicht so, dass das schlimm ist, war eher immer so, wieder sich immer wieder neu einzustellen. Weil ja dann klar, jeder Trainer bringt ja sein Paket mit. Das ist sogar eines der positiven Beispiele, wenn wir jetzt bei Bruno Labbadia sind, den ich zu meiner Anfangszeit eben beim HSV hatte, also in der zweiten Saison schon gleich und dann bei meiner letzten Saison beim HSV, also dann fünf, sechs Jahre später, welche Entwicklung Bruno Labbadia genommen hat. Für mich eine sehr, sehr positive, weil man da natürlich dann auch vergleichen kann, an das, was man sich erinnert aus der ersten Zeit und aus der zweiten Zeit. Und da finde ich, hat Bruno Labbadia einen guten Schritt gemacht und war auch einer der Trainer, der mich persönlich auch weitergebracht hat. Dein Vertrag lief beim HSV 2015 aus. Wenn man den Wiki-Eintrag liest, sieht man, dass du auch wirklich von vielen Verletzungen geplagt warst in der Zeit. War das ein Grund für dich zu sagen, ich verlängere den Vertrag nicht, weil du als damals 29-Jähriger sagst, ich brauche meine Geräte noch für was anderes, ich habe darauf keine Lust mehr, wieder immer diese Verletzungen, wieder neu aufs Feld kommen. Gab's das? War das unter anderem auch ein Grund, diese ewigen Verletzungen? Nein, nee. Absolut gar nicht. Ich habe viele Verletzungen gehabt, so aus ja, Zweikampfen heraus und so Sachen, die sind alle komplett verheilt. Ich hatte zum Glück, toi, 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 keinen Kreuzbandriss oder Verletzungen, die dann 6 Monate gedauert haben. Und das war absolut überhaupt nicht der Grund. Im Gegenteil, zu meiner Schlussphase war ich auch relativ fit. Ich hatte zwar kleinere Verletzungen, aber das war überhaupt nicht der Grund, sondern die Entscheidung, die war einfach konsequent aus einer anderen Sache her, wo hängt mein Herz dran, und mein Herz nach den 12 Jahren hing nicht mehr an dem Beruf Fußballprofi, am Fußball hängt er immer noch, und das versuche ich auch immer wieder in meinem Leben einzustreuen, mit meinen Jungs kicken zu gehen, aber nach den 12 Jahren, für die ich sehr dankbar bin, die mir vieles ermöglicht haben, auch mein Umfeld und ich selber das aber auch durchgezogen habe und dieses Level, gerade nach Verletzungen immer wieder so hoch zu kommen, ich glaube nach 2 Jahren wieder auch in die Nationalmannschaft zu kommen, trotz Abwesenheit, das zeigt ja auch einem fürs Leben, dass man aufstehen kann, aber die Entscheidung aufzuhören hatte eine ganz andere Entscheidung als die jetzt von den Knochen, weil die waren alle noch gut beisammen. Nationalmannschaft hast du gerade angesprochen. Du bist als erstes im Jahr 2004 in die U21 gekommen und dann ein Jahr später auch schon in die A-Auswahl und hattest ein wunderbares Erlebnis bei unserer Heim-WM, hast du uns erzählt. Denn das letzte Spiel von Deutschland war ja das Spiel um den 3. Platz gegen Portugal, habe ich gerade sogar irgendwo hier im Publikum gehört. Es ist anscheinend noch immer hier drin nach 11 Jahren und bei dir ja auch im Herzen, ne? Ja, zum Glück viele, viele Momente aus diesem traumhaften Erlebnis 2006, dem Sommermärchen sozusagen. Ich glaube, das war fürs ganze Land einfach eine Riesenbewegung wieder in eine richtige Richtung, unabhängig jetzt mal von vielen anderen Dingen, einfach wieder diesen Nationalstolz haben zu dürfen, rauszugehen, gut drauf zu sein, alle Menschen, die zusammengehalten haben, egal welche Nationalität. Es war schon ganz besonders und natürlich als Nationalspieler im eigenen Land dann dort aufzulaufen und das Turnier beenden zu dürfen mit 90 Minuten Spielpraxis als jüngster Spieler, nebenbei noch gegen Cristiano Ronaldo, Luis Figo und Co. Das letzte Spiel von Oli Kahn, das war sein letztes Länderspiel. Das war schon, als dann die Lichter ausgingen, wir den 3. Platz noch erreicht haben, was auch nochmal wichtig war, nicht Vierter zu werden, so die goldene Ananas, sondern das kleine Finale wenigstens zu gewinnen, was wir uns auch verdient hatten nach den vielen aufreibenden Spielen. Und ja, das Licht geht aus und man geht dann diese Ehrenrunde man winkt dann den Eltern zu unten vom Platz nach so einem Erlebnis, das war schon sehr besonders. Also, gegen Ronaldo und Figo gewonnen und jetzt ist ja Ronaldo zum 4. Mal Fußballer des Jahres gewonnen. Jetzt bist du hier unter uns. Ist er wirklich so gut? Hat er das verdient? 4-mal. Ist das nicht total unfair den anderen Fußballspielern gegenüber? Die können auch alle spielen. Ja, da gibt es viele und Fußball ist und bleibt ja auch ein Mannschaftssport. Das macht ihn ja auch aus. Aber man muss fairerweise sagen, rein sportlich gesehen, was Cristiano Ronaldo einfach macht auf diesem Niveau, das ist einfach unfassbar, wenn man überlegt, dass er nicht nur Europameister geworden ist mit seiner Mannschaft, mit Portugal, sondern einfach immer wieder die ganzen entscheidenden Tore für seine Mannschaft schießt und das auf so einem langen
und hohem Niveau auch in seinem Alter, aber man kriegt viel zu wenig mit, wie hart er da auch für arbeitet. Es ist richtig besessen. Man auch. Kriegt immer nur mit, jetzt hat er wieder Geld und so weiter, Geldprobleme, also er hat keine Geldprobleme. Natürlich hat er keine Geldprobleme, aber er hat Probleme mit dem Geld. Also sowas kriegt man halt da mit, aber das andere kriegt man nicht mit. Ne? Er ist ein Vollblutprofi, auch sehr akzeptiert bei seinen Mitspielern, eben deshalb, weil er der Erste ist, der morgens da ist, der als Letztes geht und vom Trainingsgelände und einfach ja auch mit 32 jetzt dieses Niveau einfach zu halten, ist einfach mega beeindruckend und es war ja damals auch schon eine Diskussion, als er gekauft wurde, das ist ja schon ein paar Jahre her, wo er zu Real gegangen ist mit dieser auch schon damals hohen Ablösesumme, doch er hat es locker wieder reingespielt. Der hat jetzt einen Flughafen bekommen auf Madeira, wo er herkommt. Wie sieht es denn aus, Mönchengladbach-Weeze? Machst du Jansen Flughafen? Wir arbeiten dran. Ja. Man weiß es ja nie. So, wir müssen nochmal zum HSV sagen, wir haben es schon gehört. Sie sind im Moment Dritter nach 2 Spieltagen. Horst flippt aus hier im Hintergrund. Dreht total ab. Dazu muss man allerdings natürlich auch sagen, gegen Osnabrück im DFB-Pokal ausgeschieden. So, du warst jetzt lange genug da. Erzähl mir, wer ist eigentlich dieser HSV? Was macht diesen Verein aus? Warum gibt es immer, wie du gerade vorhin auch angesprochen hast, diese Probleme, die es ja anscheinend gibt mit den ganzen Verantwortlichen da in dem Verein. Können wir davon ausgehen, dass es eine ruhige Saison wird? Also erstmal vorweg ist halt, der HSV hat eine unglaubliche Strahlkraft, ja? Auch wenn es leider oft dann eben jetzt Schlagzeilen sind, aber Horst am Ende... Horst klatscht übrigens, wenn Sie denken, was ist das denn für ein Wasserfall dahin, das ist Horst, der klatscht. Naja, es möchte halt den HSV in guten wie in schlechten Zeiten, was ja auch einen guten Fan ausmacht, einfach immer sehen. Das sind immer mit die meisten Einschaltquoten, egal ob es um Platz 15 geht oder eben, wenn es mal eine Region höher ist. Ich habe auch beide Phasen miterlebt, hinten raus dann die Phase, wo es gegen den Abstieg ging. Aber der Verein ist schon besonders. Alleine diese Strahlkraft, diese Energie auch hier in der Stadt, mit beiden Vereinen auch, die unglaublich wichtig sind für die Stadt und ja auch eine riesige Tradition haben. Das ist vorweg erstmal das Riesenpositive, auch wenn man sieht, die Fans, die so in Mitleidenschaft gezogen wurden die letzten Jahre, sagen, ich bin Fan, das ist so und das bleibe ich und davor ziehe ich den Hut, weil es ist eben keine Zirkusvorstellung, wo man bezahlt und meistens immer die gleiche Vorstellung bekommt. Das ist im Fußball nicht so. Und da kommen dann natürlich auch die großen Aufgaben und Probleme im Fußball dazu. Der Fußball ist vielleicht nicht auch so wie ein Unternehmen, sage ich mal, sondern da sind viele Einflüsse, die noch dazugehören. Wenn deine drei besten Spieler irgendwie gerade zu Hause mit der alten Krach haben und das nicht so läuft und die Leistung nicht bringen können, dann betrifft das auf einmal den ganzen Verein, weil du vielleicht in Abstiegsnöte kommst oder weil du die nötigen Ziele nicht erreichst. Also das sind ja so viele Sachen, die an so einem Verein dranhängen, die laufen müssen. Ja, aber nichtsdestotrotz, und das wissen auch die Verantwortlichen, weiß auch der HSV, dass man was dazu beitragen kann, dass das Konstrukt, unabhängig von dem Trainer und Manager, der aktuell da ist, die Vision und die Verantwortlichen, das zu stärken und auch mal über eine lange Perspektive auch Menschen zu geben, die diesem Verein dann auch ein Gesicht geben, weil das ist das, was, glaube ich, so ein bisschen fehlt, ne? Dass diese visionärische Arbeit, die von vielen Leuten im Hintergrund auch betrieben werden muss, die es in anderen Vereinen gibt, die müssen die Chance bekommen, die müssen etabliert werden und das halt auch auf lange Sicht. Ansonsten, ne, zu viele Köche wissen wir auch, was dann dabei rauskommt und das ist so ein bisschen das, was aber nicht einfach ist, weil es müssen sich halt ganz viele gerade komischerweise gut verstehen, verschiedene Kompetenzen haben und irgendwie Tag und Nacht für diesen Verein leben. Und das ist in dem Geschäft natürlich auch nicht so einfach. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal da wieder einen Job zu übernehmen? Ich habe immer gesagt, also obwohl es so mit die wichtigste Position ist im Verein, so ein Trainerjob wäre gar nichts für mich. Ich habe da einen riesen Respekt vor, aber das wäre auch nicht so meins. Ich würde es nie ausschließen, gerade bei den Vereinen, die mir am Herzen liegen, wie jetzt gerade der HSV, meisten Bundesligaspieler, aber auch natürlich Borussia Mönchengladbach mit meiner ganzen Historie, würde ich das nie ausschließen. Es müsste halt aber auch etwas sein, was zu mir passt, wie ich arbeite, also visionärisch und Themen aufbauen, umsetzen. Wenn es so eine Position mal gibt oder man irgendwo mal reinschnuppern kann, glaube ich, wäre ich da offen für. Aber es muss auch wirklich passen und ich muss auch von dem Konzept überzeugt sein und auch von den Menschen, die da mitziehen, weil das nämlich eben keine Sache, also der HSV halt nicht sein darf, ist keine Sache, die man nur machen darf, weil es ein gutes Prestige ist, irgendwas mit dem HSV zu tun hat, sondern dann muss wirklich im Mittelpunkt stehen der Erfolg und auch das Drumherum des Vereins und die Seele. Und das ist nicht so einfach, gerade in der Männerdomäne Fußball, da sind halt viele Sachen immer dann doch wichtiger, nämlich man selber als das große Ganze. Und deshalb ausschließen würde ich es nicht. Das Schöne ist, dass ich sehr, sehr geile Erfahrungen sammeln darf, gerade mit unseren Beteiligungen, die wir haben. Und
Das ist sicherlich auch interessant. Das gibt mir jeden Tag sehr viel Input einfach und deshalb muss man mal sehen, was die Zukunft so bringt. Über diese Beteiligung werden wir gleich nochmal sprechen. Aber jetzt schauen wir erstmal zu Astrid und die hat jemand mit einer sehr lustigen Frisur. Der Mann steht neben mir, bezeichnet sich selbst als Weltwunder, ist Kuriositätenkünstler, Zauberer, verrückter Wissenschaftler. Guten Abend, Konrad Stöckel. Guten Abend. Übrigens, es ist keine Frisur, es ist ein Schrei nach Hilfe. Würde ich dich trotzdem gerne fragen, wer macht die so zurecht? Ich natürlich. Hier ist ja sonst keiner. Wie lange brauchst du? 10 Minuten oder was? Ist kein Ding. Was ist da so drin jetzt? Also weil die Jungs hier von Enjoy, die haben ja auch Ahnung, wenn wir jetzt mal hier... Wir machen eine Service-Sendung heute. Deine Kosmetikprodukte? Nee, ich habe gar nichts außer Haarspray. Aber bei den Jungs von der Morning Show dachte ich schon, na, wir könnten sie auch ans Pulverfass vermieten. Ans Pulverfass? Vielleicht so eine ganze Palette mit dabei haben, mit Cremes und mit Pülerchen und so weiter, ihre geheimen Tricks. Denn werden die ja wohl noch mehr drauf haben. Da kriegen ich denke auch, aber sie sehen megamäßig aus, oder? Ja, das reicht ja, wenn du das empfindest. Mir geht da keiner ab, wenn ich die sehe. Also tut mir leid. Konrad, okay, geht dir einer ab beim Sport? Wir haben jetzt Marcel gehört, andere Leute sind auch Fußballfans, Sportfans. Wie sportlich bist du? Uff, also wie du ja ungefähr an mir, an meiner Statur erkennen kannst. So Sport ist nicht so mein Ding. Gut, lieber Konrad, du hast auch neue Shows. So, darüber möchten wir natürlich sprechen. Du hast Auftritte jetzt den ganzen Sommer gehabt in der ARD, immer wieder sonntags, ja, mit, Obacht, Stefan Mross. Ja, aber hallo. Du bist auf Schlager umgestiegen und auf Menschen, die rhythmisch klatschen. Doch, wie ist das? Nee, ich muss da gar nicht singen. Ich mache das Sonntagsexperiment alle 2 Wochen. Ein wissenschaftliches Experiment, wo wir am Anfang die Zuschauer fragen, na, was passiert, wenn ich das und das mache? Und am Ende der Show auflösen. Das mache ich übrigens schon seit 3 Jahren da in der ARD. Aber die noch erfolgreichere Show ist Luke, die Schule und ich auf Sat.1, eine 20:15 Sendung. Da machen wir nächstes Jahr doppelt so viele Sendungen wie dieses Jahr. Also das kam sehr gut beim Zuschauer an. Das finde ich super und da geht es ja auch um Wissenschaft und so weiter. Ne? Und da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ich möchte aber trotzdem wissen, wie es ist, in einer Schlagerrunde aufzutreten. Das ist doch schon ein anderes Publikum, oder nicht? Rhythmisch klatschende, frenetische. Es ist im Europapark. Stimmung im Europapark. Ist das nicht besonders schön? Das ist für die Leute genau das, was die da wollen. Deswegen kommen die da hin. Also so, das ist für die Zielgruppe, die das guckt, ist das doch wunderbar. Ich bin da eigentlich ein bisschen gemäßigter geworden. Also früher, als wir jung waren, haben wir vielleicht ja gewisse Witzchen gemacht über diese Szene. Ich dachte immer, wenn ich Silbereisen oder solche Leute im Fernsehen sehe, denke ich an meine Oma und denke, die sitzt vorm Fernseher und freut sich, also volle Gönnung, also wieso nicht? Ich gönne es meiner Oma auch und hier Peters Mutter hat auch gleich gesagt, ja klar, Konrad Stöckel, der steht doch immer, der tritt doch immer auf in Immer wieder sonntags, also Die Leute gucken das mehr als den Fernsehgarten und ich glaube, es ist dreimal so billig, die Sendung, also so ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Aber es ist live und es beginnt sonntags um 10 Uhr morgens, ne? Also da habe ich mit dir genauso viel Mitgefühl wie mit unseren Enjoy-Jungs. So. Aber Konrad, du machst, was machst du eigentlich? Wie gesagt, du bist Kuriositätenkünstler. Es kann mal sein, dass du auch mal Glühbirnen futterst, dass du Autos über dich rüberfahren lässt, dass du auch deine Hand in kochendes Wasser halten kannst. Also du bist wirklich... kurios. Ja, das kann ja jeder. Bei den wissenschaftlichen Effekten, also angefangen hat es mit der Zauberei, als ich so 10 Jahre alt war. Mit 12 Jahren bin ich zum ersten Mal hier im Schmidt-Theater aufgetreten. Und dann ging es so mit der Zauberei weiter. Heute natürlich arbeitsrechtlich gar nicht mehr möglich. Mit 16 habe ich mich diesen Freakshow-Kuriositäten gewidmet. Habe da auch an der Uni Lüneburg literaturwissenschaftlich doziert, weil es gibt Unterscheidungen zwischen Freak of Nature und Selfmade Freak und so weiter. Und habe da ein bisschen historisches Wissen drüber. Und da gibt es natürlich verschiedene Sensationen und auch Weltrekorde, die ich gemacht habe. Und dann bin ich eigentlich beim NDR mit der Sendung Pleatsch auf die Wissenschaft angesprochen worden. In der Zauberei haben immer schon manche Tricks mit Physik und Chemie zu tun. Also das Grundwissen, sag ich jetzt mal, war da und
Dann habe ich aber auch gefragt, wie kommt ihr denn auf mich, dass ich die Experimente hier machen soll? Und meinte, ja, du siehst schon so aus wie so ein verrückter Professor. Also, so, das war der eigentliche Grund. Und dann habe ich mich da eigentlich im Prinzip eingearbeitet. Und Wissenschaft, das ist ja immer nur der aktuelle Stand der Dinge. Sowas kann ja durch die Forschung immer wieder neue Sachen herausgefunden werden und deswegen die wissenschaftlichen Ergebnisse auch überarbeitet werden. Noch forschen die Wissenschaftler daran, wo überhaupt Ötzi herkommt. Also nicht DJ Ötzi, da weiß man, wo der herkommt, sondern Ötzi, diese Leiche aus den Alpen. Man hat herausgefunden, Ötzi ist kein Österreicher, denn man hat Hirn gefunden. Ja, Ötzi ist auch kein Italiener, er hatte Werkzeug dabei, vielleicht war er Deutscher, vielleicht war er Schweizer, denn er wurde ja schließlich von einem Gletscher eingeholt, das ist möglich bei der Schnelligkeit der Schweizer. Höchstwahrscheinlich war Ötzi jedoch doch Deutscher, denn wer ist sonst so beknackt, außer wir Deutschen, und geht mit Sandalen ins Hochgebirge. Vielen Dank. Apropos schnell, Konrad Stöckel, bist du verwandt mit Dieter Thomas Heck? Nee, in keinster Weise. Okay, ich sag nur, weil du schaffst garantiert mehr Worte pro Minute als Dieter Thomas. Ich glaube, wir wären ja auch per Du. Okay, das machst du. Wir springen nochmal zurück. Du hast es eben so einfach nur so angeratscht, aber dein... Meine Frisur passt zu einem meiner Vorfahren. Nämlich? Ich bin ein Nachfahre von Brahms. Ist das so? So sieht's aus. Nee, wirklich jetzt? Ja. Machst du Ahnenforschung? Nee, mein Urgroßvater hat das betrieben. Ist nicht dein Ernst? Das wusste ich nicht. Wie aufregend. Ja, für mich war das nicht aufregend. Ich habe irgendwann mal so einen dicken Wälzer gekriegt, der bis auf 1287 zurückgeht. Der hat sich eben ordentlich reingekniet. Da sein Rentenleben hat er dafür geopfert, möchte ich mal sagen. Wie spannend. Und bist du musikalisch? Merkst du irgendwas davon? Nee, ich werde öfter auf der Bühne gezwungen zu singen. Muss es ja auch sein. Aber nee, so wirklich musikalisch würde ich mich nicht bezeichnen. Wow, jetzt weiß ich gar nicht. Respekt. Man sollte davor nicht Respekt haben. Es ist ja irgendein beknackter Vorfahre, den ich... Genau, ich gebe mich jetzt respektlos und unterbreche dich. Du bist nämlich hier um die Ecke, du hast es schon gesagt, zum ersten Mal aufgetreten bei Conny Littmann. Und es ist super gelaufen, oder? Mit 13. Nee, mit 12. Mit 12. Nee, eigentlich ist alles schief gelaufen. 12 Tricks habe ich gemacht in 10 Minuten. 9 Tricks sind schief gegangen. Danach kam Corny, die Leute lagen eigentlich unter den Stühlen, weil alles schief ging, und hat gefragt, ob er mich engagieren kann für Schmidt-Theater. Ich habe gesagt, ja, dann übe ich natürlich noch ordentlich. Das wird alles funktionieren bei dir. Worauf er sagte, nee, ich möchte das so einkaufen, wie ich es gesehen habe. So ging das hier los. Ja. Das ist hübsch. Und das hast du Peter und mir mal erzählt, eigentlich von zu Hause ermöglicht, so kreativ zu werden. Deine Mutter ist Lehrerin, aber auch Bildhauerin, da war irgendwie alles möglich. Würdest du jetzt aber sagen, hat sich irgendwie auch mal was zum Schlechten gewandt, weil du machst Experimente, die zum Teil auch echt gefährlich sind? Hast du dich mal verletzt? Ist mal irgendwas Schreckliches passiert oder kommst du da immer irgendwie glimpflich raus? Ja, da ist die Frage, was man als schrecklich bezeichnet. Da haben wir wahrscheinlich eine ganz andere Auffassung. Klar, brennt dir mal ein Finger an oder sowas, das kann alles passieren beim Experimentieren. Sicherheitsregeln sind selbstverständlich auch zu beachten. Aber oftmals steckt dann da auch der Teufel im Detail. Also wenn man mit Stickstoff zum Beispiel experimentiert, mit flüssigem Stickstoff, der ist 200 Grad kalt, da ist es jetzt nicht so schlimm, auch wenn das in den Lehrbüchern was anderes steht, wenn dir mal kurz was über den Finger läuft, weil es entsteht der Leidenfrost-Effekt, also deine Hand ist enorm heiß, der Stickstoff siedet sofort, geht in den gasförmigen Zustand über, und deswegen hast du sowas wie so einen Kälteschutzhandschuh automatisch. Du kannst auch kurz hineingreifen in den Stickstoff, nicht länger als eine Sekunde, sonst springt die Hand ab, also so, da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber es geht schon, also so, aber ganz klar, wenn man zu viel davon gießt oder was auf den Fuß gießt oder was durch den Schuh durchsickert und so weiter, dann hat man die Zehen schwarz. Das ist mir natürlich auch schon mal passiert. Sowas passiert einfach mal beim Experimentieren. Obwohl bei der Zauberei ähnlich. Als ich meinen ersten Konfetti-Topf ausprobiert habe, wie kann ich das den Leuten erklären? Im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, eine Glühkerze vom Diesel, da drauf ein Rohr, und dann tut man da Pyrowatte rein. Pyrowatte ist in Salpetersäure nitrierte Zellulose. Wenn man die da reintunkt und dann trocknen lässt, dann kristallisiert das und dann verbrennt die blitzartig. Also jedes Feuerwerk, die ganzen Feuerwerkskörper werden durch Pyrowatte in die Luft geschossen. Also wenn man das in ein Rohr tut, dann treibt das eben alles, und das entzündet wird, hat eine sehr große Ausdehnung und treibt eben die Ladungen in die Luft. Das erste Mal, als ich so einen Feuertopf gekauft habe, wollte ich natürlich im Garten bei mir zu Hause in Haffkrug das nicht mit Konfetti beladen, um nicht den ganzen Garten voller Konfetti zu haben, und habe da Pyrowatte reingetan und Steine obendrauf. Ich wollte ja nur mal gucken, ob es geht. Und dann hat es fupp gemacht
und ich sah, es machte Fupp, aber nichts passierte. Dann bin ich ziemlich enttäuscht da rangelatscht, hab oben reingeguckt und sah, die Steine sind nicht mehr drin. Und in dem Moment kamen sie von oben runter. Die sind schon paar hundert Meter in die Luft gegangen. Man kann, ist ja immer wieder erstaunlich, mit was für Chemikalien und für was für Sachen der normale Laie in unserem Land überhaupt kriegt. Also das ist sehr, sehr anschaulich geschildert. Konrad, du heißt tatsächlich auch Konrad Stöckel. Viele, die eine bestimmte Rolle verkörpern, haben sich einen neuen Namen gegeben. Aber trotzdem interessiert mich wirklich ernsthaft bei dir auch, wie fährst du dich denn mal wieder runter? Gibt es, also jetzt nicht nur als Witz gesagt, einen An- und einen Ausknopf, aber wie schaffst du das, diese hohe Energie zu halten, aber dann irgendwann auch mal abzuschalten? Vielleicht aufs Land fahren? Ich weiß es nicht. Ernsthafte Frage. Das ist eigentlich, also das ist für mich im Prinzip ganz normal. Ich mache das seit so früh an. Ich habe eben so eine, du sagtest ja auch eben Rolle und das ist dein normaler Name. Für mich ist das nicht eine wirkliche Rolle. Ich bin eben hyperaktiver sozusagen, wenn es losgeht, wenn gesagt wird, so zack, jetzt musst du funktionieren, jetzt musst du deinen Quatsch hier durchziehen und so weiter. Und danach gehe ich nach Hause und alles gut. Also so. Ich fahre auch gerne aufs Land oder verreise auch gern, aber ich kann eigentlich sofort runterkommen, wenn ich möchte. Also bist du auch zu Hause, du hast 2 Kinder, 2 und 5, wenn ich das richtig zusammensammel, und natürlich eine entsprechende Partnerin dazu. Also da kannst du auch mal entspannen und deine Frau rennt nicht permanent durch die Gegend und fragt sich, wer ist jetzt das Kind hier im Haus, sondern es wird dann auch mal ruhiger. Ja, also ganz klar, wie es eben zu Hause so ist, durchaus. Kommt aber auch drauf an. Also mit dem ruhiger werden bringt mich natürlich auf eine Situation, dass ich ganz gerne mal eher mitmache. Also wenn die Kinder vollkommen durchdrehen, drehe ich eben auch mit durch, bis sie sich selber wundern, wieso dreht der denn so durch? Oder also so, sie verstehen es ja auch sozusagen von hinten rum. Ja, Kinder verstehen das, ne? Natürlich ist ja, du wirst ja die ganze Zeit bei so jungen Kindern, wirst du gefragt, was ist richtig, was ist nicht richtig. Wie hast du dich zu entscheiden? Neulich kam meine Tochter an und im Kindergarten, wo du darfst nicht lügen. So, ja, also bei unserer heutigen Gesellschaft und so, also du darfst nicht lügen, sollte man, also kann man natürlich so stehen lassen, konnte ich eben nicht. Sondern ich habe ihr probiert zu erklären, pass auf, du hast 2 Gäste zu Hause, ihr seid also zu dritt und ihr habt alle Hunger, es sind noch 2 Äpfel da. Es kann sogar höflich sein zu lügen, indem man sagt, ach, ich habe gar keinen Hunger, esst ihr ruhig die Äpfel. Also so, um ihr nicht dieses drastische, man darf nicht lügen oder so zu vermitteln. Naja, man muss sich ja verschiedene Sachen immer hinterfragen, was ist richtig. Oder irgendeine Nachbarin, ich wohne hier auf St. Pauli in einer sehr netten Hausgemeinschaft, ist neulich mit ihr in die Kirche gegangen. So, wo ich natürlich auch dachte, ach du Scheiße, jetzt hat meine Tochter zum ersten Mal Gewalt gesehen. Und eventuell eben den Satz, da hängt ein lebensgroßer Heini an der Decke mit blutdurchschlagenden Händen. So, und eventuell hat sie auch den Satz, der ist für dich gestorben. So, wo ich ja meine Tochter und die Erziehung kenne, was im Kindergarten abgeht, kenne ich ja nicht. Aber ich wusste eben, ja, alles klar, sonst kennt sie eben keine Gewalt. Fand ich eben auch nicht so schick. So, man fragt sich ja dauernd irgendwelche seltsamen Sachen, wenn man Kinder hat. Ja, Erziehung ist ein Thema, es kommt dann ja auch irgendwann die Schulzeit und du hast dir in Physik ganz viel selbst beigebracht, also warst jetzt gar nicht das Naturtalent und glaube ich sagst auch, Mensch, Himmel, an Schulen wird viel zu wenig investiert in Physikunterricht und so weiter. Du hast darüber eben auch, du hast eine Sendung, du hast sie eingangs erwähnt und ich glaube, die macht dir besonders viel Freude. Du hast ja auch früher für ein NDR Wissenschaftsmagazine gemacht und jetzt geht's halt wieder los seit einiger Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also ob nun bei Luke oder was auch immer. Ich mache auch noch eine Sendung auf Nickelodeon. Das ist aber eine Spiele-Action-Show jeden Sonntagmorgen und so. Ach, was man alles so treibt. Zumindest kannst du deine Wissenschaft ausleben. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du jetzt noch irgendwie ganz kurz deinen Zaubertrieb ausleben. Magst du uns nicht was zeigen? Ja, aber hallo, ich habe was mitgebracht. Wir gehen da vorne an die Ecke. Wir gehen nach vorne. Ich muss dir das Mikro irgendwie hinhalten, weil das hier vorne an der Kamera nicht reicht. Konrad, komm mal mit. Glaubst du, das reicht? Lauter Wert. Christian, sag mal was, hier Regie. Ja, das reicht. Dann übergebe ich an Konrad Stöckel. So, jetzt soll ich es doch haben. Ich steck's in die Tasche hier oben ein, okay?
Christian, sag mal was, das müsste reichen hier, so eine Verstärkung. Es ist doch 1A, wo es hier keine Headsets gibt. Stimmung. So, hier, Zuschauer, hallo Leute. Stimmung auch an die Zuschauer. Hier geht er, der Peter, hier fliegt die Kuh, hier steppt er mehr. Hier geht sie ab, die Luzi. Hier kann die fünfmal wieder gerade sein. Gewinne, gewinne, gewinne. So, du bist dran, ob du willst oder nicht. Du brauchst dir das auch gar nicht abmachen. Wo das herkommt, ist noch mehr. Dein Name ist? Anke. Anke, Anke steht mal kurz auf, kriegt einen kleinen Applaus. Anke! Anke! So, Anke, noch einen kleinen Schritt nach vorne auf die Falltür. So, okay. Anke, du musst mir kurz helfen, ob du willst oder nicht. Jetzt stehst du schon neben mir. Als erstes die Frage an dich und ich erwarte eine positive Antwort. Anke, hast du Lust zu zaubern? Unbedingt. Super, viel Spaß mit Anke. Tschüss. Leg mal los. So, keine Angst, Anke. Ich lasse dich nicht allein. Du musst mir was helfen. So. Jetzt wird's wieder leiser vom Mikrofon. Da habt ihr im Schnitt ein bisschen was zu regeln. Ich habe einen kleinen Kartentrick mitgebracht. Mit diesem Kartenspiel, man sieht, das sind lauter unterschiedliche Karten. Ja, nicht das da. Hm. Alles klar. Anke, und wir machen mal den Klassiker. Ich darf dich bitten, erstmal eine Karte auszuwählen. Ich drehe mich kurz weg. Du guckst sie dir an. Zeig die Karte dem Publikum, dir selber, was auch immer. Merk sie dir gut. Ja, lass dir ruhig Zeit, Anke. Ich werde nach Stunden bezahlt. Ja. Anke, als nächstes den Stift hier, zack, nimm den Stift bitte und unterschreib auf der Vorderseite, nicht auf der roten Rückseite, auf der Vorderseite quer über die Karte, damit man deine Karte immer gut verfolgen kann. Oder damit man weiß, dass es die deine ist. Hast du? Du hast jetzt also eine Uni-Karte geschaffen, ich nehme den Stift als erstes wieder. Wunderbar, zack. So, da haben wir deine Karte. Deine Karte kommt erstmal hier rein. So gehen die meisten Zaubertricks, aber es geht jetzt heute gar nicht um Geschicklichkeit, um Fingerfertigkeit oder ähnliches. Also Fingerfertigkeit wäre zum Beispiel, wenn ich hier oben drauf drücke und deine Karte wandert wie so ein Fahrstuhl nach oben. Das ist kaum möglich, ja. Da muss man verdammt schnell sein. Andere Leute gibt es, die tun die Karte so langsam ins Spiel, drücken ganz langsam und dann kommt sie nach oben. Das ist eigentlich auch unmöglich, das kann man gar nicht. Da gibt es Leute, die sind ganz gemein, die nehmen die Karte und nehmen die falsch rum ins Spiel, also so falsch rum. Da muss man natürlich ganz schnell drücken, damit die nach oben kommt, sonst klappt das gar nicht, ja. Dann gibt es Leute, die nehmen das Ganze und mischen das Spiel so ordentlich durch und denken, na, lass den Zauberer mal die Karte finden. Und wirklich, das ist natürlich auch schwieriger, wenn das Ganze so gemischt ist. Was wir Zauberer machen, wir gucken uns das vorher an, gucken, nehmen die Karte und machen so einen Knick in die Karte. Wenn wir so einen Knick in der Karte haben, können wir die Karte immer verfolgen. So, jetzt Kamera hier, Großaufnahme vom Kartenspiel. Guck mal, hier siehst du da die gewählte Karte, ja, oben drauf. Ich tue den Rest oben drauf, aufgepasst. Ja, keine Manipulation. Manipulation, das kennt ihr. Manus, lateinisch die Hand und Poolen kennt man ja auch, Anke. Aufgepasst! 1, 2, 3! Da springt der Kartenknick durchs Kartenspiel nach oben und deine Karte landet wieder oben. Jawohl, liebe Leute! Ja! Bitte, bitte. Ich bin auch gar nicht fertig. Ich mach jetzt hier weiter. Ich habe schon 8 Stunden Gartenarbeit heute bei Schwiegermutter hinter mir. Mich kann man heute nicht mehr stoppen. So, ich wollte jetzt gar nichts mit Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit zeigen, sondern mit Zungenfertigkeit. Ich werde mir jetzt das Kartenspiel gleich in meinen Mund reinstecken, ja, dann mit meiner Zunge durch das Kartenspiel suchen, deine Karte herausziehen, sie einmal, zweimal in meinen Mund knicken und dann wieder zum Vorschein bringen. Glaubst du das, Anke? Ja. Halleluja! Ja, Halleluja! So, aufgepasst, Leute! So, hier haben wir das Kartenspiel, da mein Mund. Ah, ab geht er, der Peter. Anke, ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Anke, Kaffee ist nicht unten, ist nicht oben, ist irgendwo in der Mitte. Oh, ich hab was. Das hast du gut erkannt. Hier ist eine. Schleimige. Sie ist einmal geknickt. Sie ist zweimal geknickt. Und ist das deine Unterschrift? Jawohl, liebe Leute. Vielen Dank, Anke. Danke dir. Das war's. Konrad Zöckel, wir sprechen uns gleich noch. Konrad, und wir geben erst mal zur Bühne zu Marcel und Peter. Konrad Zöckel. Aber hallo, bis gleich.
mir hier oben auf der Bühne sitzt immer noch Marcel Jansen. Schön, dass du immer noch da bist. Und wir haben deine Fußballkarriere eigentlich total durchgearbeitet, von A nach B. Und dann kam am Ende ja Rudi Völler und hat den berühmten Satz gesagt, wir müssen einmal das kurz sagen. Er hat gesagt, wer mit 29 Jahren das nicht mehr macht, der hat den Fußball nie geliebt. Ihr habt euch aber jetzt wieder vertragen. Unbedingt, ja. Wir sind beste Freunde. Warum sagt er sowas? Ich meine, der Leverkusen, der hat doch irgendwie... warum macht er das? Hat er einfach Lust gehabt und gesagt, Mensch, wollte dich halten? Also erstmal zu argumentieren und anderer Meinung sein, ist ja prinzipiell richtig. Aber man muss dann halt auch den Menschen mal zuhören. Und gibt ja auch gewisse Gründe, die das eben verbracht haben. Das wusste er vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so. Hat sich dann aber geäußert, aber das war auch insgesamt okay. Ich war selber überrascht, sitze im aktuellen Sportstudio und Rudi Völler wurde interviewt zum Thema Simon Rolfes, weil er sein Karriereende hatte und dann wurde ich das Thema. Aber im Ende verstehe ich auch, dass jemand anderer Meinung ist. Man muss halt immer nur die Folgen und die Konsequenzen daraus sehen, weil das ist auch ein Geschäft, das ist ein Fußballgeschäft, ja, mit dem ich persönlich gut klarkam, weil ich auch viel Glück in meinem Umfeld hatte. Das dazu, denn das zählt aber nicht für viele der Jungs. Das Leben geht danach auch noch weiter und meistens auch noch ganz lange, hoffentlich. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und das hast du ja eigentlich jetzt, schon wahnsinnig gut vorgesorgt. Du hast ja jetzt mit dem aktiven Fußball erstmal gar nichts mehr zu tun und bist in unterschiedlichen Bereichen gelandet. Am Anfang habe ich ja schon gesagt, irgendwas mit Biofood und Einlegesohlen machen wir gleich, aber auch ein Modelabel für Fitness. Also Gym Junkie ist auch bei dir, ne? Richtig? Ist richtig. Also das Thema, was wir haben mit unserer kleinen Beteiligungsgesellschaft, worum wir uns kümmern, sind die Bereiche Sport, Lifestyle, Gesundheit. Und das Label aus Hamburg auch, Gym Junkie, das ist gegründet worden von einem meiner besten Freunde, der schon sehr früh auch hier nach Hamburg gekommen ist. Angestellter war in der damals noch kleinen GmbH für verschiedenste Projekte, die wir in den Jahren gemacht haben und wollte sich dann eben auch irgendwann verwirklichen. Und ich wollte ihm auch die Chance geben, weil immer nur dann... ja, der beste Freund von dem Spieler zu sein, war auch nie unser Ziel, weil man hat ja auch Verantwortung füreinander. Und als er diese Idee hatte und ich wusste, dass es zu ihm passt, wie die Faust aufs Auge, wie er als Typ ist, hat er das Label mit einem anderen Partner Gym Junkie gegründet. Das haben wir unterstützt im Early-Stage-Bereich. Das heißt, wir sind sehr früh dort eingestiegen, weil wir einfach an die Jungs glauben und das machen sie bis jetzt sehr, sehr gut. Aber hast du dann zum ersten Mal das Wort Beteiligungsgesellschaft gehört? Wusstest du, hast du irgendwas studiert wirtschaftsmäßig oder so? Also wie kam es denn dazu, dass du jetzt zu dieser Beteiligungsgewerkschaft, wollte ich jetzt gerade schon sagen, gekommen bist? Ja, also prinzipiell war es in Anführungsstrichen ganz einfach. Ich bin damals dann von Gladbach zu Bayern gewechselt, habe meinen 4- oder 5-Jahres-Vertrag dort unterschrieben und habe mich nach kurzer Zeit gefragt, wo ist es das denn jetzt eigentlich? Also man geht zum Training, man kommt zurück, klar, Fußball habe ich geliebt, auch den Beruf habe ich geliebt, auch 12 Jahre lang. Ich glaube, sonst kann man auch, glaube ich, gar nicht so dann immer seine Leistung bringen, gerade in schwierigen Zeiten. Aber für mich stellte sich die Frage mit dann 21, 22, was passiert mir denn jetzt? Läuft alles gut? Ich bin bei Bayern, habe den Vertrag, bin hier Nationalspieler und läuft, wie man so schön sagt. Aber was ist, wenn morgen mir einer das Kreuzband reißt und viele Leute oder Fans in Deutschland wissen auch gar nicht, dass es für den Bundesligaspieler dann... nach 6 Wochen dann auch nicht mehr bezahlt wird. Das heißt, diesen dicken Vertrag, den man unterschreibt, dann auch nicht unbedingt diese Relevanz hat. Wenn man Glück hat, ist man gut versichert. Wenn man noch mehr Glück hat, zahlt die Versicherung auch. Das ist in wenigsten Fällen so, weil man ja mit einer Krankenakte aus der Jugendzeit schon kommt. Und von daher war mir immer so bewusst, okay, oder wurde mir bewusst mit 22, was ist denn jetzt, was ja passieren kann, der Fußball weg ist. Egal, ob es verletzungsbedingt ist oder leistungsbedingt. Du musst dich ja immer wieder behaupten und immer wieder durchsetzen. Da wollen ja ein paar Millionen andere auch deine Position spielen oder Nationalspieler, Bundesligaspieler sein. Und diese Frage hat mich dann so gepackt in meinem Ehrgeiz zu sagen, okay, wenn ich dann vielleicht 30, 35 bin und aufhöre, warum auch immer, was mache ich denn dann? Und dann ist doch mein Leben noch, fängt doch erst an, das ist doch nur eine kleine Zeit, ein Lebensabschnitt nochmal, den ich jetzt das Glück habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Aber das gab auch ein anderes Problem, dass mein Hobby zum Beruf wurde, war mein Hobby weg. Dann hatte ich den Beruf des Fußballers und so muss ich ein neues Hobby suchen und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Mit 21, 22 meine erste kleine GmbH gegründet, natürlich mit dem Glück und dem Background, dass man das finanziell dann natürlich auch probieren konnte. Habe verschiedenste Sachen ausprobiert. Es hat angefangen mit einer Vision, warum man dann immer so langweilige T-Shirts zu Welt- und Europameisterschaften rausbringt. Weiß mit einer Flagge drauf und einem großen T in der Mitte. Geht da auch was anders?
und habe da auch viele Sachen probiert, bin auf die Nase gefallen, aber das ist ja das Schöne auch am Fußball oder am Sport, nicht nur Fußball, gibt auch andere tolle Sportarten, wenn man hinfällt, man kann auch wieder aufstehen und man muss sich halt immer hinterfragen, ist die Idee scheiße? Okay, kann passieren, oder gab es einen strategischen Fehler in dem Projekt? Und das hat mich so fasziniert, diese visionärische Arbeit, ein Team zusammenzusuchen, zusammenzustellen, was hundertfach besser ist als ich, aber vielleicht nicht die visionärische Möglichkeit hat oder auch das Zutrauen dazu, und das hat mich fasziniert, und ab da an habe ich dann meine ersten kleineren Projekte gemacht, und das hat sich dann so, ja, erweitert dann und hat irgendwann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, dass da mein Herz wirklich dran hängt, weil man auch im Team arbeitet, weil man mit jungen Leuten arbeitet und vor allen Dingen aber auch irgendwann mal sein eigener Chef ist, zumindest was die Einteilung des einen oder anderen Wochenendes belangt. Jetzt hat ja Astrid heute gerade schon gesagt, wir haben so eine Art Service-Sendung, und wir waren bei dir bei Renovatio, wo man Einlegesohlen sich machen lassen kann. Ja, machen lassen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist alles auf talk.de, da erklärt das Marcel nochmal genau. Aber servicemäßig ist es ganz, ganz wichtig, und das hast du mir letzte Woche sozusagen da erst erzählt, dass man beim Orthopäden oder beim Hausarzt tatsächlich jedes Jahr eigentlich ein Rezept kriegt für 2 Paar Einlegesohlen. Es gibt viele Dinge, deshalb ist ja von unserer Beteiligung, vor allen Dingen auch von mir, der Wunsch, da mehr aufzuklären und den Menschen überhaupt zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, gerade im Bereich der Prävention. Ja, und meine Motivation, warum Sanitätshaus, hört sich erstmal komisch an, aber ist ja eher naheliegend, weil ich ja auch immer fit bleiben musste und Tricks und Tipps einfach gucken wollte, wie man weiterkommt. Und Füße sind unser Fundament, um mal bei den Einlagen zu bleiben. Und ich habe die eigene Erfahrung mit 19 gehabt, dass ich immer wieder verletzt war im Adduktorenbereich, im Bauchmuskelbereich. Und das zurückzuführen war natürlich, wie bei fast allen, auf die Füße. Weil in dem Moment, wo wir Schuhe tragen, ist unsere Fußmuskulatur einfach nicht mehr aktiv. Das heißt, unser Fundament ist schon nicht mehr das, wie es sein sollte. Und dann gibt es halt diese sogenannte Kettenreaktion, die von unten dann nach oben geht. Der eine kriegt Rückenschmerzen, der eine Knieschmerzen. Und da hat mich das Thema so fasziniert, dass ich das Glück hatte, dass einer meiner besten Freunde und damaliger Physiotherapeut sich selbstständig gemacht hat, nämlich genau in diesem Bereich des Sanitätshauses, und gefragt hat, ob ich ihn nicht dabei unterstützen möchte. Habe ich ja selbstverständlich, weil wir müssen es allen Menschen zugänglich machen, vernünftig versorgt zu werden. Nicht nur im Fall, wenn es schon zu spät ist, klar, dann sind wir auch da, aber vor allen Dingen da, wo Menschen einfach sagen, wenn ich joggen gehe, warum muss ich schief und krumm joggen gehen? Warum kriege ich nicht eine individuell angefertigte Einlage, die der Miro Klose seine ganze Karriere getragen hat? Warum geht das nicht für Karl-Heinz oder Anne Schmidt auch? Und oder das, für mich. Oder für dich. Oder für mich. Und ich habe bereits einen Termin beim Orthopäden. Ja. Ich werde zu dir aufs Laufband gehen, also da muss man Gott sei Dank nicht lang laufen, läuft man nur drüber, da wird man dann vermessen und danach kriegt man eine Einlegesohle. Und wenn man ja praktisch sich nächstes Jahr wieder 2 Einlegesohlen hat, so hat man jedes Jahr immer wieder 2 neue Einlegesohlen. Dann sind irgendwann mal die Schuhe durch, finde ich super. Mich hat das total fasziniert, weil ich mir denke, da hat man wenigstens mal wirklich was für den Rücken gemacht, und du trägst deine Einlagensohlen auch selber, und das finde ich auch wichtig. Also du kannst damit... Unbedingt, wir haben verschiedene für Sportschuhe, für den Alltagsschuh, für den Arbeitsschuh. Also wir Menschen sind ja am Ende alle Leistungssportler, nicht nur die da auf dem Platz rumlaufen. Und das sollte auf guten Sohlen passieren. Ja. So, ja, und dann kam noch Steffen Hensler, den soll man ja auch irgendwie herkennen aus Film, Fernsehen und Butterfahrten, und hat dann auch mit dir zusammen ein neues Konzept, und das ist wirklich brandneu gemacht. Ihr habt jetzt am Flughafen Köln-Bonn ein, man kann es Bio-Weg? Bio-Weg, also mit Bio... Ohne Bio-Weg! Achso, Bio-Weg! Ja, das ist ja noch besser! Ja, mit Bio kriegen wir die Welt nicht satt. Aber nee, was heißt Bio? Das Huhn hatte 10 cm mehr Auslauf. Nein, also da muss man ja realistisch bleiben. Es geht einfach darum, bei Ben Green aus Fast Food Good Food zu machen. Das, was mich angetrieben hat, beim Sanitätshaus Menschen etwas zugänglich zu machen, was einfach hilft. Genauso ist beim Essen, jeder dritte Deutsche hat Übergewicht. Ja, klar, wir wollen aber auch alle lecker essen, es muss schmecken. Und Steffen und sein Kochteam, aber auch die anderen Gesellschafter, haben sich halt alle die Frage gestellt, kriegt man denn nicht auch was hin, was geil schmeckt und hinten raus dann vielleicht auch noch gesund ist. Das heißt, wenn man natürlich verzichtet auf Laktose und auf Zucker und auf Gluten, dann ist das prinzipiell gut. Aber das ist nicht das, wo wir mit an den Start gegangen sind und gesagt haben, in erster Linie soll es geil schmecken. Und so sind wir auf das Konzept gekommen mit meiner 12-jährigen Erfahrung, was auch wir so zu essen bekommen, die Sportler. Und Steffen natürlich, der dann nochmal sein Feinschiff reinbringt, dass es schmeckt. Und das sind eigentlich relativ einfache Sachen. Meine Aufgabe ist da auch schon fast erfüllt. Ja, ich könnte höchstens nochmal als Kellner dort arbeiten, aber jetzt ist da meine Aufgabe vom Visionär fast erfüllt. Ich habe nur den eine Bedingung gestellt, dass genauso mein Papa da was zu essen finden muss wie der Instagram-Blogger. Weil mein Papa, der ist froh, wenn er das Handy ankriegt. Und
Das sind so Sachen wie Energy Bowls, das sind Süßkartoffelecken mit Masala-Soße und einem Lachsfilet. Lecker. Für den einen ist es ein Curry mit schwarzem Reis und halt wirklich lecker. Ist gut, Marcel, wir haben verstanden. Ich höre schon hier im Publikum. So, ihr wollt aber expandieren, bis jetzt wie gesagt nur am Airport Köln-Bonn, Ben Green, und sucht Räume in Hamburg oder habt ihr sie jetzt schon gefunden? Nee, wir sind auf der Suche und wollen unbedingt nach Hamburg kommen. So, liebe Gemeinschaft, hier sitzt ein junger, gut aussehender, talentierter, seriöser Unternehmer und sucht Räume in Hamburg. Möchtest du diese Kamera nutzen, um für Ben Green Räume zu suchen? Wir suchen Räume in A-Lage für ganz kleines Geld in der Innenstadt und fände es auch nicht schlimm, wenn die Stadt auch noch ein bisschen fürs Marketing sorgt. Vielen Dank. So, wunderbar. Marcel Janssen, das muss doch klappen. Und wer weiß, Marcel, wir haben auch insolventes Publikum da drin sitzen. Wer weiß, ob da nicht gleich noch nach der Show jemand zu dir kommt. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich bin so froh, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, und schick dich jetzt zu Astrid und den anderen Jungs am Bistrotisch. Marcel Janssen, danke, bei Talk Talk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war ein Vergnügen. Runde ist komplett. Hallo Marcel, wunderbar, dass du da bist. Ja, starten wir doch einfach mal eine Aufrufrunde. Wir dürfen uns alle was wünschen. Also ihr dürft jetzt alle einen Aufruf starten. Ich starte einfach mal für Peter und mich. Wer mir oder wer uns da draußen einen Fernsehsender schenken möchte, ist ganz herzlich eingeladen, bekommt auch immer eine Freikarte. Peter, richtig, ne? Also er pöbelt jetzt wahrscheinlich von hinten von der Bühne, aber es ist ein guter Typ, der ist eigentlich auch ganz handzahm. Wir würden uns freuen. Wie sieht's mit euch aus? Wollt ihr einen Aufruf starten? Wünscht ihr was? Das ist schwer, ne? Ich wünsche mir eine Morningshow, die erst um 11 Uhr anfängt. Das kann ich so gut verstehen. Und dazu muss man sagen, da würde ich gerne auf einen Clip hinweisen, auf Enjoy. Und zwar, die haben einen super lustigen Film gedreht, dass alles fake wäre mit den beiden und die in Wirklichkeit in einer anderen Zeitzone hocken, dort irgendwo am Strand und von dort einfach sagen, ja, also es ist jetzt 5 Uhr, sich Bier reinkippen und oh, es ist wieder so wahnsinnig kalt. Sie stehen aber, sie sitzen am Strand und von dort aus den Verkehr moderieren. Also ich kann es verstehen. Es ist doch hart, oder? Ja, es gibt Schöneres, aber frag mich morgen früh um 3.30 Uhr nochmal. Okay. Rufst du uns dann an, schickst du Nachrichten, grüßt du uns? Ja, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und dann wecke ich alle. Schließt du dich dem Aufruf an? Ich wünsche mir, dass sich die 3 Stunden Schlaf von heute Nacht morgen früh anfühlen wie 8 und dass ich keine Kopfschmerzen bekomme. Das ist also an den Schlafgott ein Aufruf. Konrad, möchtest du einen Aufruf starten? Wir sind hier, wir können ja alles machen, jede Werbung, alles kann. Nö, ein Aufruf, aber ich würde auch eine Morningshow um 11 Uhr mir wünschen, denn ich habe euch noch nie gehört. So, das ist einfach nicht meine Zeit zum Aufstehen morgens da um 3:30 oder was. Und Marcel, also wir kriegen irgendwie für dich einen Laden hoffentlich. Ach, und dann wollte ich mich eigentlich noch mit Allemann verabreden, also sowohl mit Peter, mit dem habe ich das schon abgesprochen, als auch mit euch dreien, dass wir zusammen zu Marcel in den Laden gehen und Schuheinlagen ausprobieren. Beziehungsweise wir vermessen das ja richtig, ne? Ja, es gibt natürlich einen Gutschein für euch, ne? Ist ja ganz klar. Nein, es wird vermessen, weil es natürlich aus der Bewegung heraus gemacht werden muss, um zu sehen, wo wirklich die Probleme sind. Nicht nur in Schaumstoff treten und dann in die Schublade greifen und ab die Post, sondern bei uns wird es ein bisschen anders gemacht und freue ich mich drauf. Danach gibt es dann noch ein Stück Kuchen. Wie schön. Seid ihr dabei? Auf jeden Fall. Jens? Auf jeden Fall. Konrad? Natürlich. Das ist super. Was ich euch jetzt gerne noch fragen möchte, denn wir haben gleich Shelvis da. Hinter Shelvis verbirgt sich Cesar Eickmeyer. Und Shelvis ist der Elvis. Elvis ist ja eigentlich 40 Jahre tot, aber Shelvis wird uns gleich etwas singen. Und wir alle wollten vielleicht schon mal in irgendeine Rolle schlüpfen. Wenn ich jetzt singen müsste, würde ich immer Whitney Houston wählen, One Moment in Time, obwohl ich nicht singen kann. Gibt es Rollen, in die ihr mal schlüpfen würdet? Bettentester, glaube ich. Also weil, ich meine, dann kann man sehr viel Zeit im Bett verbringen, glaube ich. Also das, wenn es sowas noch nicht gibt, dann bitte ich vielleicht um eine Stellenausschreibung für sowas. Das wäre toll. Der nächste Aufruf, ne? Ich wäre gerne mal hyperaktiv. Konrad, wärst du gerne mal lethargisch? Nö.
Gut. Nee. Wärst du gern mal jemand anders? Würdest du in irgendeine Rolle schlüpfen, irgendwas singen? Auf keinen. Nö. Ich bin sehr zufrieden. Wieso muss ich das? Nein. Du musst es überhaupt nicht. Aber Jens, was ich noch sagen wollte eigentlich, ach, das würde ich gerne noch machen. Du bist nämlich auch Tierimitator. Du kannst, aber ist das doof? Ist das jetzt doof? Und ich wollte einen kurzen Wettbewerb machen. Also ich habe ein Tier, das würde ich vormachen und vielleicht kannst du ein Tier vormachen. Okay, ich kann auch Maschinen vormachen. Aber wenn du ein Tier willst, na okay, dann mach mal dein Tier vor. Pferd. Pferd, das ist richtig. Das sind 10 Punkte für Jens. Das war ein Pferd. Die Maschine? Die Maschine? Und dann sonst das Tier? Ich kann auch beides. Ich mache erst den Druckluftschrauber. Den kennt man ja aus, aus der Autowerkstatt, wenn die Winterreifen gewechselt werden. Und jetzt kommt die rollige Katze, die nachts um 3 Uhr irgendwie Ärger hat. Unverkennbar. Dankeschön, Jens. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, ich darf mal zu Besuch kommen in die Morning Show. Ich lasse euch jetzt hier miteinander trinken und schleiche mich zur Bühne, wo jetzt auch Peter steht, nämlich mit Shelvis. Da ist er endlich. Shelvis ist hier bei uns beim Talk der offenen Tür und man fragt sich natürlich, lieber Shelvis, lieber Shelvis, warum eigentlich Elvis und nicht zum Beispiel Buddy Holly? Oder viele andere. Warum Elvis? Tja, das liegt einfach auf der Hand. Elvis war einfach eine coolere Figur als alle anderen. Sah am besten aus, hatte die beste Stimme, beste Ausstrahlung. Einfach der King. Ne? Und das ist in 40 Jahren, die er nicht mehr oder immer noch unter uns ist, hat sich nicht verändert. Er ist noch unter uns. Wie lange brauchst du dich denn, um dich zu verwandeln? Ja, das geht relativ schnell, so 20 Minuten. 25 Minuten, kommt auf die Umstände drauf an. Peter, das kannst du auch mal machen für mich, ne? Hinten Horst zusammenbricht, die haben sich nämlich eine Garderobe bei uns hinten geteilt oder so ähnlich war das. Also es scheint ein bisschen länger zu dauern oder kürzer. Auf jeden Fall siehst du fantastisch aus, entschuldige mal. Das muss überhaupt jemand mal stehen. Ja? Thank you very much. Stets bemüht. Mega. Du hast natürlich einige Auftritte, man kann dich buchen. Du hast auch eine eigene Radioshow bei Tide 96.0 im September wieder. Da machst du Elvis-Geschichten, ne? Ja, genau, ich habe jeden Monat ein anderes Thema rund um Elvis. Man glaubt es nicht, seit über 25 Jahren mache ich diese Show schon. Früher im offenen Kanal Hamburg, seit 2004 bei Tide 96.0. Und da habe ich tatsächlich jeden Monat ein anderes Thema rund um den King und stelle jeden Monat eine neue Elvis-CD vor. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es kommen ständig neue Elvis-CDs mit unveröffentlichten Studioproben, Konzertmitschnitten, Elvis am 10. Oktober 73 in Dallas oder so. Immer das gleiche Lied, aber Elvis hat immer ein bisschen anders gesungen. Ne? Darum sind die Lieder immer ein bisschen anders. Und die alten Perlen sind natürlich auch wunderbar. Informationen über seine Auftritte, Radioshow und wie man ihn buchen kann auf www.shelvis.net. Und jetzt hören wir ihn. Sag ganz kurz, warum Suspicious Minds? Ja, Suspicious Minds ist ein echter Crowdpleaser, wie das so schön heißt. Kommt immer an, überall, wo man den singt. Und es war seine letzte Nummer 1 in Amerika zu Lebzeiten. 1969, bald auch schon 50 Jahre her. Und ich habe gerade erfahren, liebe Astrid, was du nicht wissen kannst, ist, Horst with No Name Orchestra hat noch einen neuen, talentierten Live-Percussionisten dazu gebeten. Bernd Begemann! Ist nicht wahr! Der ist ein Live-Percussionist! Wo ist er? Unser da Bernd. Ist er! Da hier, ist er! Guck mal. Es ist jetzt der absolute Hammer! Sind die Stars perfekt? Und hast du schon ein Mikro? Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Hast du schon was zum Percussionieren bekommen überhaupt? Ja, das muss wohl sein. Genau, also Tomate versorgt dich. Ihr richtet euch ein, dann, das ist ja der Oberhammer, dann sagen wir die alle an. Sagen wir alle an. Wir hören und sehen also Shelvis, Bernd Begemann, das Horst with No Name Orchestra jetzt endlich mit Suspicious Minds. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und hier stehen wir alle auf zum großen Finale, machen Party. Come on everybody, von hinten nach vorn. Come on, Action. Yeah.
We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Talk dot, talk dot. Why can't you see? Whoa, 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 what you doing to me? Happy hands, everybody, come on. When you don't believe the word I'm saying, come on, everybody. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Come on. So of an old friend I know, that's by to say hello. Would I still see his suspicion in your eyes? Woo! Here we go again. Whoa, whoa, whoa. Asking where I've been. Whoa, whoa, whoa. You can't see the tears. How real I'm crying. Alright! We can go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds. Oh. Oh, let our love survive. Oh, Astrid und Peter, I draw the tears from your eyes. Und unser Kameramann, Christian. Let's let this good thing die. Oh, no. Cause, honey, you know that I never ever lie to you. No. Yeah. One, two, three, come on. We caught in a trap. Everybody. I can't walk out because I love you too much. Talk Dog, the ultimate talk show. Why can't you see? Whoa, 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 whoa. What you doing to me? When you don't believe the word I'm saying. Come on, baby. One, two, three, four. Call it a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. Jetzt singt ihr mit, come on! I can't walk. Da geht noch was. Because I too much. Ihr spielt immer noch leiser und ihr lauter. Come on! We whoa, 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 whoa. I can't walk out. Ho, ho, ho. Macht ihr so gleich nochmal. Einmal noch ihr leise und ihr laut, okay? Caught in a trap. Jetzt ihr. I can't walk out. Ho, ho, ho. Because I love you too much, baby. Wonderful. Und jetzt bist du dran. Why can't you see? Oh. Waiting to me. Da geht noch was. And you don't believe what I'm saying. Bert Bingemann, woo! Sing! Caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much. Horse with the name orchestra und Bert Bingemann, woo! Caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Danke, Süßen. Ja.